Komm mal her. Was ist? Unterwegs in die Stadt? Schwer beschäftigt noch dazu. Hör mal, du siehst mir wie ein schlaues Kerlchen aus. Ich schätze, du wirst es noch mal sehr weit bringen. Dir macht doch bestimmt keiner was vor. Sowas erkenne ich sofort. Sag mal, du wirst dir doch bestimmt ein paar Goldstücke verdienen, nicht wahr? Ja, natürlich. Wieso auch nicht? Ach nee, komm, wir lassen ihn mal, wir sind mal ein bisschen harsch hier. Lass das Gefasel. Sag mir, was du willst. Siehst du? Genau das meine ich. Nur mit schönen Worten allein kann man bei dir nichts werden. Ich habe es gleich gewusst. Ich habe es hier mit einem knallharten Geschäftsmann zu tun. Ja. Du bist doch ein Geschäftsmann und hast bestimmt Interesse an einer kleinen Aufbesserung deines Geldbeutels, oder? Ja, warum nicht? Aber du siehst eigentlich nicht aus wie jemand, der Gold hat. Du siehst nicht aus wie jemand, der Goldstücke hat. Nun, ich bin sicherlich nicht der Umgang, den ein Herr wie du gewohnt ist. Aber meinen kleinen Beitrag zu deinem sicherlich beträchtlichen Vermögen wirst du doch nicht ausschlagen, oder? Nun, was sagst du? Kann ich mit dir rechnen? Versteckst du dich vor jemandem? Ach was, so ein Unsinn. Ich stehe nur gerne zwischen den Bäumen, damit mir der Wind nicht direkt ins Gesicht weht. Aber was ist jetzt mit dir? Willst du den Job? Ja, natürlich will ich den Job. Warum nicht? Du musst es einem unwissenden alten Seemann schon nachsehen. Ich bin fremd in dieser Gegend hier und kenne mich noch nicht so gut mit den hier herrschenden Regeln aus. So musste ich schmerzlich erfahren, dass man als fremder Reisender in der Hafenstadt nicht willkommen ist. Nun stehe ich hier und bin völlig ratlos, wie ich in die Stadt kommen soll. Ich habe äußerst wichtige Geschäfte zu erledigen und meine Auftraggeber dulden keinen Aufschub, verstehst du? Du wirst mir doch sicher helfen, meinen Weg zu finden, an den Stadtwachen vorbeizukommen, habe ich recht? An den Stadtwachen, natürlich. Wegen der Stadtwachen? Ja, schon eine Idee? Natürlich, du könntest Kräuter sammeln. Als Kräutersammler würdest du in die Stadt kommen. Was? Sehe ich etwa so aus, als würde ich im Wald Blümchen pflücken? Ja gut, du kannst die Bauernkleidung haben, die brauchen wir eh nicht. Mit dieser Bauernkleidung hier sollten sie dich vorbeilassen. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Mensch, ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Getarnt als einheimischer Bauerntölpel wird mich hier niemand mehr behelligen. Ausgezeichnet, das hast du wirklich gut gemacht. Hier hast du deine versprochene Belohnung. Was denn? 50 läppische Goldmünzen? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Gold ist nicht alles, mein Freund. Nimm sie erstmal. Ich habe so das Gefühl, dass wir uns bald wieder begegnen werden. Und wer weiß, vielleicht werde ich mich nochmal revanchieren. Mach's gut. Ja, er wird sich nochmal revanchieren. Und zwar werden wir dann noch mehr Arbeit für ihn erledigen müssen. Aber gut, ja, wir sind ja die lieben, netten Helden, die das auch ganz gerne machen. Ich lege mich noch mal ganz kurz pennen, einfach erstens, weil ich es kann und zweitens, weil wir noch eine ziemliche Reise unternehmen müssen und ich nicht will, dass ich irgendwo runterfalle und mir dann das bisschen Fallschaden gleich, dass mich das gleich tötet. Das möchte ich ja eigentlich nicht so. Während der Reise könnte ich ja ein bisschen was über meinen Kanal erzählen. Ach so, ja, das Schlafen geht wirklich ziemlich schnell. Ja, könnte ich etwas über meinen Kanal erzählen. Und zwar, es wird, denke ich, jetzt vornehmlich Rollenspiele geben auf meinem Kanal. Wie gesagt, Skyrim ist sicherlich noch geplant. Mindestens das werde ich sicher anfangen. Und danach werde ich mal schauen. Ich bin noch nicht ganz sicher. Fable, der erste Teil wäre zum Beispiel so noch eine Option. Der ist sicherlich, finde ich auch ein sehr geiles Spiel, das ich auch sehr gerne Let's Playen würde. Oder Knights of the Old Republic, das Star Wars Rollenspiel, auch ein sehr geiles Game. Wäre auch sicherlich wert, das zu Let's Playen. Oder, ja, ich weiß gar nicht, was ich sonst noch so spielen würde. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen würdet. Im Skyrim werde ich sicher jetzt als nächstes anfangen. Und
ja, die anderen, was dann sonst noch kommt, das schaue ich mal. Gothic wird vorerst sicher mein Hauptprojekt bleiben, einfach weil es halt, ja, ich finde es halt einfach geil. Das Spiel ist einfach toll, das muss man einfach gesehen haben, egal ob man jetzt Rollenspieler ist oder nicht, das Spiel ist einfach, einfach Gothic, das ist, ja, Gothic 1 war ja auch sehr cool, war auch sehr gut, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe halt Gothic 2 zuerst gespielt und für mich war halt einfach das Spiel. Und alle anderen waren so, ja, Gothic 3 war eigentlich schlecht, finde ich. Arcania habe ich nie gespielt, aber habe ich gehört, sei auch sehr schlecht gewesen. Und Risen habe ich gespielt, finde ich okay. Nicht so geil wie Gothic 2, aber eigentlich wirklich okay. Und naja, dann, ja, deshalb Gothic sicher mein Hauptprojekt, wo ich sicher noch einige Zeit investieren werde. Und dann den Rest werden wir sehen. Mal schauen, ob ich da rüberkomme. Ne, dann komme ich nicht mehr hoch, denke ich. Oder komme ich da üben? Na, lassen wir das lieber. Das können wir ja später immer noch holen. Gehen wir jetzt erstmal hier. Hallo? Hier hoch? Ja, hier hoch. Und ja, wenn ihr euch jetzt wundert, wieso ich hier rumgehe, man kann hier ein kleines... Man kann hier noch ein paar extra Erfahrungspunkte holen, indem man in die Stadt kommt, ohne an den Wachen speziell vorbeigekommen zu sein. Und die 500 Erfahrungspunkte möchten wir uns natürlich holen, gleich am Anfang. Das lohnt sich auf jeden Fall. Aber dazu müssen wir hier mal zuerst an allen Gegnern vorbei. Schauen, dass uns da niemand angreift. Aber das sollte eigentlich... Das sollte kein Problem sein. Verfolgt uns der jetzt? Nee. Dachte ich jetzt gerade. Der hat mir jetzt gerade ein bisschen Angst gemacht. Ich speichere mal gerade zur Sicherheit. Ja, weil... Achso, ich denke, wir könnten den schon besiegen. Achso. Da hat sich gerade was bewegt im Wald. Ich bin so schreckhaft. Ich würde ja gern der krasse Obermacker spielen, der vor nichts Angst hat und überall ohne Probleme durchkommt. Aber naja, der bin ich nun mal einfach nicht. Und ja, geht weg. Ich möchte euch nicht bekämpfen. Und... Ja, es sollte gehen hier durch. Oh Mann, ich bin ganz nervös. Gut, dann speichern wir hier nochmal ab. Weil jetzt kommt ein Teil, der kann mitunter ziemlich problematisch werden. Wo ist er? Da ist er. Seht ihr ihn? Den bösen, bösen Keiler. Wir warten jetzt kurz, bis der ein bisschen weiter weg geht. Und das hat ja toll geklappt. Schauen wir mal, ob das hinhaut. Ja, hat sehr toll hingehauen. Spring ich doch einfach in die Schlucht. Das war jetzt auch ziemlich episch. Ziemlich epischer Fail. Naja, wir schauen mal, ob wir da an dem vorbeikommen. Der wird uns jetzt gleich verfolgen. Aber vielleicht schaffen wir es, hier rechtzeitig auf die Felsen zu kommen. Ja, oder auch nicht so. Ja, oder auch nicht so. Hallo. Ich will da hoch. Verdammt.
Ja. Naja, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Ich bin mir sicher, das wird irgendwie möglich sein. Sonst müssen wir halt im schlimmsten Fall müssen wir den halt töten. Das möchte ich aber eigentlich nicht unbedingt machen. Warum komme ich jetzt da nicht hoch? Komm schon, spring! Oh Mann, was läuft? Könnte ich schreien? Bei sowas? Warum geht das denn nicht heute? Normalerweise. Ich spreche schon Schweizerdeutsch, weil ich mich so aufrege. Mann, oh Mann. Normalerweise klappt doch das viel besser. Aber heute versaue ich es einfach die ganze Zeit. Na komm schon, geh da hoch. Geh da hoch. Was ist denn los heute? Mann! Ich verstehe es nicht. Er will da einfach nicht hoch heute. Irgendwie spinnt er komplett. Na ja, gut, ein bisschen rumfällen. Wie gesagt, das gehört einfach zum Let's Play. Ich verstehe zwar wirklich gerade nicht, wieso, dass das so gar nicht funktioniert heute. Aber gut. Das ist nun mal halt so. Und jetzt sollte ich... Ja, jetzt geht doch das. Danke. Wer kommt jetzt da hoch? Ah, jetzt dachte ich schon, wir kriegen das nie mehr hin heute. Gut, wir speichern hier mal. Wow, das war jetzt bei weitem aufregender, als es eigentlich hätte sein sollen. Na gut. Aber wir haben es ja jetzt geschafft. Und dann gehen wir jetzt hier langsam runter und versuchen nicht zu krepieren auf dem Weg. Hier runter. Sehr gut. Und dann hier runter. Und dann haben wir es eigentlich schon fast geschafft. Ja, meine Gott. Meine Gott, das, meine Güte, das war jetzt wirklich, wirklich einiges aufregender, als es hätte sein sollen. Ja, hier sieht man wieder so schöne, schöne HD-Texturen, die überhaupt nicht ins Bild passen. Aber gut, was soll's. Und auch das Meer flackert ganz schön. Sieht auch recht geil aus. Ja, nochmal. Es gibt doch nur noch mehr. Ja, gut. Auf jeden Fall gehen wir jetzt hier mal zu Laris. Ich werd verrückt, was machst du denn hier? Bist du bis hierher geschwommen? Das ist auch ein Weg, an den Stadttorwachen vorbeizukommen. Ja, gut, also wir haben das doch noch hinbekommen und sprechen jetzt mal mit Laris, dem guten alten Freund aus Goblins 1. Hey Lars, alter Gauner, wie bist du hierher gekommen? Ich konnte gerade noch rechtzeitig aus dem Minental fliehen, zusammen mit Lee und ein paar anderen Jungs. Du kannst dich dann noch an Lee erinnern, oder? Natürlich, Lee, der alte Gauner, der... Ich bin jetzt gar nicht sicher, ich glaube, der hat das neue Lager angeführt. Natürlich kenne ich Lee noch. Ich bin damals mit ihm aus der Kolonie abgehauen, kurz nachdem die Barriere zerstört wurde. Er ist jetzt mit seinen Jungs auf dem Hof von Onar, dem Großbauern. Er hat einen Deal mit den Bauern gemacht. Er und seine Jungs verteidigen den Hof und Onar füttert sie dafür durch. Ja, das lohnt sich natürlich und ich möchte natürlich auch noch ein bisschen mehr darüber wissen. Erzähl mir mehr über Lee und seine Söldner. Was willst du wissen? Wie komme ich zum Hof des Großbauern? Es ist ganz einfach. Du gehst aus dem Osttor der Hafenstadt und dann immer auf dem Weg in Richtung Osten. Ich kann dich hindringen, wenn du willst. Natürlich. Aber warum bist du eigentlich nicht da? Warum bist du nicht bei Lee und seinen Söldnern? Bin ich doch. Nur eben nicht auf dem Hof. Ich bin sozusagen unser Vorposten in der Stadt. Wir wollen ja schließlich nicht, dass das Schiff ohne uns abfährt. Was für ein Schiff? Von welchem Schiff hast du geredet? Es liegt am Hochseehafen, hinter den Felsen. Lee und ein paar von seinen Leuten wollen unbedingt hier weg.
Aber das kann noch dauern. Warum? Das fragst du am besten Lee, wenn du ihn triffst. Er hat Pläne. Erzähl mir mehr über die Söldner. Also wenn du noch so ein harter Junge bist wie damals, solltest du mit ihnen keine Probleme haben. Die meisten von ihnen sind Raufbolde. Und wer sich nicht durchsetzen kann, kommt auch nicht weit. Wenn du zart beseitet bist, hast du keine Chance, bei ihnen zu landen. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ja gut, Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Ich muss unbedingt mit den Paladinen reden. Das ist wirklich nicht mein Problem. Was willst du denn von denen? Sie haben ein mächtiges Amulett, das Auge Innos. Ich muss es haben. Und du denkst, sie werden es dir geben? Du kommst ja nicht mal ins obere Viertel. Ich werde schon einen Weg finden. Klar, wenn du dich bei den Bürgern einschmeicheln oder Laufbursche für die Miliz spielen willst. Weißt du, warum die Paladine hier sind? Das weiß keiner so genau. Viele denken, es wäre wegen der Orks. Aber ich denke, es gibt einen anderen Grund. Hat wahrscheinlich was mit der alten Strafkolonie zu tun. Das habe ich schon gesagt.